Hallöchen, Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir suchen immer noch den kleinen Schimmel. Beziehungsweise wir haben ihn ja schon lang gefunden. Wir wollen ihn nur fangen. Dazu brauche ich jetzt erstmal was zum Schleichen. Uns bleibt nicht so viel Zeit, weil wir sehen, es ist gewitterig jetzt dann bald. Deswegen muss ich mich gut beeilen. Ich habe mich jetzt vorbereitet. Es dürfte jetzt eigentlich nichts mehr dazwischen kommen. So, dann füllen wir das Ganze wieder auf. Jawohl. Das war ja jetzt echt schwer, Leute. Ja. Und wir haben das Pferd von der lieben Zelda. Er ist sehr stur. Merke ich schon. Aber das wird. Ich weiß gar nicht, ob die Zelda ihrem Schimmel einen Namen gegeben hat, weil da müsste ich ihm eigentlich den Namen geben. Aber ich glaube, sie hat nichts gesagt. Also kriegt er wieder mal einen wundervollen isländischen Namen von mir. Und zwar vermutlich den Namen, der entweder für Rhein oder für Schimmel steht. Ich gebe ihm natürlich jetzt immer hier schön Aufmerksamkeit, damit er gleich ganz brav wird. Und ich merke schon, es wird schon besser. Oder auch nicht. Das wird schon. Braves Pferdi. Heini. Den werde ich mir jetzt öfter mal holen. Jetzt, Trausti hat ja die volle Ver das volle Vertrauen zu mir. Das heißt, mein Pferd macht Schenkelweichen hier. Richtig schön. Wo war ich jetzt? Ah ja, genau. Und deswegen kann ich jetzt gleich mal den Weißen hier vollstes Vertrauen schenken. Sodass er mir auch vollstes Vertrauen schenken kann. Wir werden ihn jetzt erstmal registrieren. Erstmal reden wir mit dem Typen, glaube ich. Ist ja gut. Oh, Entschuldigung, Hundi. Entschuldigung. Entschuldigung. Du hast den Schimmel gefunden. Dann registriere ihn und bring ihn zu mir. Okay. Ja. Ja. Jetzt lass mich mal kurz gucken, was Schimmel auf Isländisch heißt. Okay, entweder ich nenne ihn Brein oder Biljur. Biljur, Bilur. Ich muss mal gucken, wie man das ausspricht. Billur, 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 Billur. Na, weiß nicht. Es passt auf jeden Fall für den Schimmel. Heißt Schneesturm oder Windsturm. Jetzt gucke ich noch mal nach Brain. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber mir gefällt der Name richtig, richtig gut. Das ist ein alter Drachenname. Aber keiner weiß anscheinend, wie man das ausspricht. Ich denke mal, es heißt Brain. Brain. Brain.
Es heißt sowas wie der Glänzende und es ist ein alter Pferde, ein sehr, sehr alter Pferde- und Drachenname. Ich muss mal gucken, wie man das ausspricht. Was Brauin? Brauin. Also, wenn irgendein Isländer unter euch ist, ne? Brauin. Brauen heißt der. Brauen. Wir könnten ihn natürlich auch Baldur nennen. Das ist mein Top-Name überhaupt. Baldur heißt Sonnengott und ich liebe den Namen Baldur. Aber der ist eigentlich nicht so passend für einen Schimmel, finde ich. Brauin, das hört sich nicht gut an, muss ich sagen. Brauin gefällt mir nicht so wie Brain. Brain wäre schöner gewesen. Aber es war irgendwie klar, dass man es mit Au ausspricht, weil das A so ist wie bei Hauski. Ah, Mist. Man könnte auch Dellingür, Diamant, Demantur. Djarfur ist der Mutige. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich bin ja kein isländisches Wesen. Dreki, Drache, ein wildes Pferd. Das passt auch. Dreki hört sich auch super an irgendwie. Vafnir, wäre auch cool. Nordische, ein Drache, der einen Goldschatz hütet. Hütete. Das passt eigentlich zu ihm, weil er eine goldene Mähne hat. Ich nenne ihn Fafnir. Normalerweise hat er. Oder Faufnir heißt er. Faufnir wegen dem A mit dem Strich. Hab schon gelernt. Geben wir das nochmal kurz in den isländisch Übersetzer ein. In Google, ich weiß, es ist nicht das Beste, aber. Ja, genau, Faufnir. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, aber hey. Diese. Doch, die gibt's sogar. Also für alle, die Isländisch können, so schreibt man den Namen. Und da ich weiß, dass dieses A immer für ein Au steht, gehe ich davon aus, dass man es Fafnir ausspricht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus und es steht für Drachen, der einen Goldschatz hütet. Deswegen heißt er jetzt so. Ich weiß nicht, wer da applaudiert, aber. Ach so, okay. Ups, wollte ich eigentlich nicht. Entschuldigung, Ferdi. Also das Pferd, ja, sollte ja eigentlich sowas nicht tragen. Aber jetzt passt auf. Der Schimmel der Königsfamilie, da hat mein Opa also die Wahrheit gesagt, dass ich das noch sehen durfte. Lass mich dir das Geschirr und den Sattel der Königsfamilie geben, hat mir mein Opa vermacht. Yeah, Königssattel. Königszaumzeug. Der Schimmel von Prinzessin Zelda, von dem mein Opa mir so oft erzählt hat. Er sagte, die Prinzessin auf diesem Pferd sei der wunderbarste Anblick der Welt gewesen. Kein Zweifel, das hier muss ein Nachkomme jenes Pferdes sein. Wunderschön. Ich glaube, ich träume. Ich habe Zeldas Pferd. Juhu! So ein braves und hübsches Pferdi. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir machen. Ich glaube, wir hören damit auf. Oh. Willkommen. Und so. Müde? Oh, merkt man mir es an? Die Sache ist die, ich mag Pferde, also wollte ich bei einem Stall anfangen und prompt wurde ich hier mitten im Nirgendwo postiert. Kann ich auch prima mit leben, aber ich darf Tag und Nacht schuften und schlafe deswegen fast schon im Stehen ein.
Klingt anstrengend. Wenn es wenigstens mal Fleisch zu essen gäbe, so ein saftiges, rohes Stück Luxuswild wäre genau das Richtige. Jetzt muss ich dem Fleisch geben. Habe ich Luxuswild? Habe ich vermutlich nicht. Nein, verdammt. Dann muss ich Luxuswild sammeln, suchen, finden. Warte mal, ist da hinten einer? Wenn ja, was macht die Person da? Wieso kann ich denn mit der nicht reden? Endlich bist du hier! Es hat also gestimmt, dass ich den Helden unter den Zweigen dieses Baumes treffen könnte. Ich bin der Held? Eine Verwechslung? Ich bin der Held? Wusste ich's doch. Ja, netter Versuch, aber so einfach lasse ich mich nicht reinlegen. Der Held führt doch das legendäre Schwert und du hast es nicht. Wenn du dem Träger des legendären Schwertes begegnest, richte ihm bitte aus, dass ich hier auf ihn warte. Die haben immer so komische Nasenlöcher. Was macht die da? Die hat gerade das Gras gerichtet, kann es sein? Ist ja gut, du Pferd. Okay, dann können wir hier das Sternchen entfernen. Ach ja, genau. Im nächsten Part machen wir weiter. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.